Zum Thema Funktion zweiten Grades. Wir starten sofort mit einer Einleitungsaufgabe. Simon möchte mit 6 Meter Maschendraht an einer Wand einen rechteckigen Auslauf für ihr Kaninchen abgrenzen, so wie hier dargestellt. Also das hier, das ist der Zaun und wir nennen diese Breite hier mal X. Je nach dem gewählten X-Wert können wir solch eine Tabelle aufstellen. Links steht die gewählte Breite und rechts steht der entsprechende Flächeninhalt vom Kaninchenauslauf. Wenn x also 0,5 ist, das heißt diese Breite ist 0,5 Meter, dann ist die da hinten auch 0,5 Meter, weil es ja ein rechteckförmiger Auslauf werden soll. Also da sind 0,5, da auch 0,5. Hier vorne können dann nur noch übrig bleiben 6 minus 0,5 minus 0,5, also 5. Der Flächeninhalt vom Auslauf ist dann dementsprechend 0,5 mal diese 5. Die Hälfte von 5, das macht 2,5. Wenn wir hier als Breite einen Meter wählen, dann ist da hinten auch ein Meter. Und dann muss hier vorne 6 minus 1 minus 1, also 4 Meter sein. Der Flächeninhalt von dem Rechteck ist dann 1 mal 4. Das heißt, hier tragen wir 4 ein. Und so kann man diese Tabelle noch schön vervollständigen. Und allgemein kann man dann sagen, wenn das hier x ist, dann ist auf der linken Seite diese Länge hier ebenfalls x. Und die Länge hier vorne, das ist dann die Gesamtlänge 6 Meter minus dieses eine x minus dieses x. Also ist hier vorne 6 minus 2x. Und der Flächeninhalt von dem Rechteck beträgt dann x mal 6 minus 2x. So. Und wenn wir das dann noch verteilen, dann finden wir den Flächeninhalt vom Rechteck ausgedrückt mit x als Funktion zweiten Grades in x. Simons Freund Guido macht einen anderen Vorschlag. Er schlägt vor, den Auslauf in einer Wandecke zu errichten und meint, somit hätte das Kaninchen mehr Auslauffläche. Wieder erstellen wir so eine Tabelle. Wenn das hier x ist, dann muss diese Länge da 6 minus x sein. Wenn das x also 0,5 ist, dann muss diese Länge hier noch 5,5 sein. Und 0,5 mal 5,5, das macht 2,75. Ist diese Breite hier 1 Meter, dann ist die Länge, die da noch bleibt, 6 minus 1, also 5. Und der Flächeninhalt fürs Kaninchen hier, der beträgt dann 1 mal 5, also 5 Quadratmeter. Das ist doch schon etwas größer als diese Werte hier. Diese Tabelle kann man jetzt so vervollständigen und letztendlich sagen, wenn diese Breite hier x ist, dann ist diese Länge da 6 minus x und der Flächeninhalt von der Auslauffläche beträgt dann x mal 6 minus x. Und dieses x mal 6 minus x wird jetzt noch ausgerechnet, indem man x verteilt. Und so finden wir wieder eine Funktion zweiten Grades. Die Auslauffläche in diesem Fall ist ausgedrückt mit der Variablen x als minus x² plus 6x. Diese Aufgabe hier führt also zu Funktionen zweiten Grades. Die Aufgabe links zu dieser Funktion zweiten Grades und die Aufgabe rechts zu dieser Funktion zweiten Grades. Definieren wir jetzt korrekt, was eine Funktion zweiten Grades denn ist. Eine Funktion zweiten Grades ist ein Gesetz f von R in R, sodass die Zahl x als Bild diese Zahl hat, ax² plus bx plus c. A, b und c sind reelle Zahlen und wir können ohne Einschränkung annehmen, dass die Zahl a nicht 0 ist.
Denn wäre die Zahl a 0, dann wäre dieser Term gar nicht da. Dann wäre das keine Funktion zweiten Grades, sondern eine Funktion ersten Grades, durch die x als Bild bx plus c hätte. Wie stellt man jetzt so eine Funktion zweiten Grades grafisch dar? Wir werden uns jetzt damit beschäftigen und starten mit der einfachsten Funktion zweiten Grades, f1 von x gleich x². Mit dem Taschenrechner können wir eine kleine Wertetabelle erstellen, und zwar so: Wir gehen hier ins Menü, fahren dann mit den Cursor-Tasten bis zum Feld 9 und bestätigen diese Auswahl. Sofort fragt Casio f von x. Hier ist das x². Wir bestätigen die Eingabe und Casio fragt nach einer zweiten Funktion. Wir bearbeiten im Moment nur eine, also überspringen wir diesen Schritt mit der Enter-Taste. Jetzt fragt Casio, wo soll ich denn starten? Ja, sagen wir mal bei minus 3. Wir entern das, wir bestätigen. Und wo soll ich enden? Sagen wir mal bei 3. Und jetzt fragt er noch die Schritte. Er kann ja einer Schritte machen. Wenn wir es gerne präziser hätten, dann sorgen wir dafür 0,5. Lassen wir mal einer Schritte stehen und bestätigen die Eingabe. Sofort erscheint eine kleine Wertetabelle. Minus 3 hat als Bild 9, minus 2 hat als Bild 4. Und so entstehen dann Grafikpunkte mit Koordinaten minus 3, 9, minus 2, 4, minus 1, 1, 0, 0. Und mit den Kursortasten können wir weiter nach unten fahren, bis wir an 3 angelangt sind. Wir hatten ja gefragt, es zu machen von minus 3 bis 3. Diese so erhaltenen Punkte können wir dann schön im Koordinatensystem einzeichnen. Und jetzt verbinden wir diese Punkte so durch solch eine Kurve. Wenn es noch nicht präzise genug ist, dann machen wir eben von minus 3 bis 3 in Schritte von 0,5. Dann erhalten wir noch einige Zwischenpunkte und dann wird es etwas präziser. Schauen wir diese Funktion, 2x². Dafür machen wir Platz. Mit dem Taschenrechner kann man wieder so eine Tabelle erstellen lassen und findet dann solche Pünktchen, die man wieder durch eine vernünftige Kurve verbindet. Das ist also der Graph der Funktion 2x². Wie sieht es denn mit ein halbes x² aus? Wir machen jetzt wieder Platz. Ein halbes x² sieht so aus. In GeoGebra erhält man den Graphen sofort. Machen wir Platz für die nächste. Minus x². Dieses Mal ist die Vorzahl von x² streng negativ. Und wir stellen fest, dann ist das Innere dieser Kurve nach unten gerichtet. Man sagt auch, diese Kurve sei nach unten gebogen. In Deutschland sagt man auch, diese Kurve sei rechts gekrümmt, denn wenn man mit einem Auto hier losfährt, das Grüne ist die Straße, dann ist das effektiv eine Rechtskurve. Machen wir noch Platz für die nächste. Minus 2x² und wieder ist die Kurve nach unten gebogen. Man sagt, die Konkavität dieser Kurve sei nach unten gerichtet, genauso wie hier die Konkavität nach oben gerichtet ist. Gut, machen wir das alles wieder weg und stellen jetzt fest, dass die Funktion ax² immer zu solch einer Kurve führt, die man Parabel nennt, deshalb hier der große Buchstabe P. P wie Parabel. Eine Parabel ist also die grafische Darstellung solch einer einfachen Funktion zweiten Grades, solch einer Funktion ax². Und anscheinend hat das Vorzeichen von a etwas mit der Konkavität zu tun. Hier können wir a schön einstellen mit Schieberegler und stellen auch hier fest, wenn a streng positiv ist, dann dreht die Parabel ihre Konkavität nach oben. Und wenn a streng negativ ist, dann dreht die Parabel ihre Konkavität nach unten.
Man kann das schön in GeoGebra per Animation beobachten. Und diese Animation kann man sich auch zunutze machen für ein kleines Männchen, das ab und zu traurig ist und ab und zu auch wieder fröhlich ist. Okay, wir stoppen diese Animation, machen das hier mal weg und definieren jetzt korrekt, was denn eine Parabel ist. Das Schaubild der Funktionen dieser Art, das heißt die Funktionen f, die jede reelle Zahl x diese reelle Zahl ax² zuordnet, mit a verschieden von 0, heißt Parabel. Jetzt ist die Parabel korrekt definiert und jetzt analysieren wir das noch weiter. Starten wir wieder mit dieser Funktion, g1 von x ist x². Das ist diese da. Jetzt machen wir das. Zur Variablen x addieren wir 1 und überprüfen, was das als Graph ergibt. Es sieht so aus, als wäre diese Parabel hier um 1 nach links verschoben worden. Das ist auch so. Also wenn man zur Variablen x 1 addiert, dann wird diese Parabel um 1, aber Vorsicht, nach links verschoben. Schauen wir mal, ob das stimmt bei x plus 2. Je nach der Beobachtung müsste jetzt diese Parabel, x², um 2 nach links verschoben werden. Stimmt. Dann schauen wir auch noch bei x minus 3. Hier wird die Parabel um 3 Einheiten, aber nach rechts verschoben. Schauen wir noch bei x minus 4. Die wird effektiv um 4 Einheiten nach rechts verschoben. Gut, da machen wir wieder Platz für eine nächste Kategorie. Starten wir wieder mit x², also mit dieser Parabel. Zuerst einmal verschieben wir die um 2 Einheiten nach rechts, so, und konzentrieren uns jetzt auf diese Funktion, auf diesen Graphen. Wenn wir bei x minus 2 Quadrat hinten dran eine 1 addieren, dann wird diese Parabel hier automatisch um eine Einheit nach oben verschoben. Schauen wir, wenn man hinten dran 3 addiert, je nach der Überlegung, müsste diese Parabel dann um 3 nach oben verschoben werden. Stimmt. Und bei dieser Funktion müsste dieser Graph um 3 Einheiten nach unten verschoben werden. Stimmt ja auch. Jetzt machen wir diese Graphen weg und bauen Schieberegler ein. Und zwar so. Wir schreiben die kartesische Gleichung in dieser Art, y gleich a mal x minus r im Quadrat plus s, und haben hier gerade festgestellt, dass diese Zahl a verantwortlich ist für die Konkavität der Kurve. Je größer a wird, desto geschlossener ist die Kurve. Solange a streng positiv ist, ist die Konkavität nach oben gerichtet. Wenn a dann streng negativ wird, dann ist sofort die Konkavität nach unten gerichtet. Und je kleiner a wird, desto geschlossener ist diese Kurve. So, diese Zahl r, die da von x abgezogen wird, die beschreibt eine horizontale Parallelverschiebung von dem Graphen. Und die Zahl s, die hinten dran addiert wird, die beschreibt eine vertikale Parallelverschiebung. Wir müssen jetzt noch irgendwie beweisen können, dass jede Funktion zweiten Grades dargestellt wird durch solch eine Kurve, die nichts anderes ist als die Parallelverschiebung von solch einer Parabel. Und da diese Kurve die Parallelverschiebung von dieser blauen Parabel durch solch eine Translation ist, ist diese Kurve selbstverständlich ebenfalls eine Parabel. Wir müssen nur noch beweisen, dass das so ist. Genau das werden wir jetzt tun. Der Lehrsatz heißt,
Der Graph der Funktion f von R in R, so dass x als Bild dieses Trinom zweiten Grades hat, ax² plus bx plus c, ist das Bild der Parabel p mit kartesischer Gleichung y gleich ax² und das durch die Translation trs, wo die Zahl r nichts anderes ist als minus b geteilt durch 2a, das kommt uns bekannt vor, und die Zahl s nichts anderes ist als minus delta geteilt durch 4a. Beweisen wir zuerst diesen Lehrsatz. Wir starten von diesem Trinom zweiten Grades, klammern zuerst ein a aus und wir wissen, dass wir das dürfen, da a ja nicht 0 ist. Für dieses Binom nehmen wir jetzt die quadratische Ergänzung vor. Das heißt, die Vorzahl von x wird durch 2 geteilt und dann wird auch sofort wieder mit 2 multipliziert. Hintendran wird dann das Quadrat von diesem Bruch addiert, das wir aber auch sofort wieder subtrahieren müssen. Warum addiert man das? Weil diese drei Termen hier zusammen, die ergeben das Quadrat von x plus b auf 2a. So, und die zwei Brüche da hinten sind auch gleichnamig gemacht worden und somit werden die Zähler subtrahiert. Jetzt muss noch dieses a verteilt werden, auf dieses Quadrat ist gemacht und auf diesen Bruch ist auch gemacht. Dieses a kann jetzt noch mit diesem a da gekürzt werden und somit erhalten wir dann 4ac minus b², das heißt minus delta, geteilt durch 4a und hier haben wir x plus diese Zahl, wir bräuchten aber x minus eine Zahl. Deshalb haben wir dieses Plus in zwei Minuszeichen zerlegt und somit sehen wir ganz deutlich, dass dieses Trinom verwandelt werden kann in diesem algebraischen Ausdruck, der genau diese Form da hat. Es ist a mal x minus die Zahl r im Quadrat plus die Zahl s. Also ist dieser Graph von dieser Funktion nichts anderes als die Parallelverschiebung von dieser Parabel durch diese Translation t, die als Koordinate minus b auf 2a minus delta auf 4a hat. Dieser Lehrsatz ist somit bewiesen und wir können sofort Schlussfolgerungen aus diesem Satz ziehen. Und zwar, die Parabel p mit kartesischer Gleichung y gleich ax² plus bx plus c, die hat als Symmetrieachse s automatisch die Gerade mit kartesischer Gleichung x gleich minus b auf 2a, das ist diese Symmetrieachse hier. Selbstverständlich bei dieser Parabel war die Symmetrieachse die y-Achse. Und da diese Symmetrieachse mit parallel verschoben wird, muss diese Gerade als kartesische Gleichung x gleich r haben. Das heißt hier x gleich minus b auf 2a. Diese Zahl, die ja die Zahl r darstellt hier. Und die Parabel hat als Scheitelpunkt diesen Punkt s mit dieser Koordinate. Auch das ist normal. Hier war der Scheitelpunkt für die blaue Parabel der Punkt 0, 0. Dieser Scheitelpunkt wird mit parallel verschoben und dann hat er automatisch als Koordinate r, s, das heißt hier minus b auf 2a minus delta auf 4a. Das ist dieser Scheitelpunkt. Und das führt dann automatisch jetzt zu 5 Etappen, die wir einbauen werden, um solch eine Parabel präzise zu zeichnen. Und zwar, erster Schritt ist, wir schauen sofort die Zahl a. Ist die Vorzahl von x² streng positiv, dann ist die Konkavität der Parabel nach oben gerichtet und die Parabel hat dann ein Minimum. Schön zu behalten, jemand der positiv guckt, der hat den Mundwinkel nach oben gerichtet, Konkavität nach oben. Wenn a streng negativ ist, dann hat die Parabel ihre Konkavität nach unten gedreht und erreicht dann automatisch ein Maximum. Auch leicht zu behalten, jemand, der negativ guckt, der hat den Mundwinkel nach unten gerichtet. Zweite Etappe,
die Symmetrieachse. Dritte Etappe, der Scheitelpunkt. Der Scheitelpunkt hat immer diese Koordinate, minus b auf 2a, minus delta auf 4a. Vierte Etappe, wir suchen die eventuellen Schnittpunkte der Parabel mit der x-Achse und selbstverständlich suchen wir die Parabelpunkte, für die die Ordinate y 0 ist. Dann führt das automatisch zur Gleichung 0 gleich ax² plus bx plus c. Also ax² plus bx plus c gleich 0. Es reicht, diese Gleichung zu lösen und die Lösungen sind die Abszissen der Schnittpunkte der Parabel mit der x-Achse. Schnittpunkt mit der y-Achse kann es immer nur einen geben und den finden wir, indem wir in der Parabelgleichung die Abszisse x durch 0 ersetzen. Das heißt hier, die Ordinate des Punktes ist a mal 0 im Quadrat plus b mal 0 plus c, also c. Der Schnittpunkt der Parabel mit der y-Achse hat immer als Koordinate 0, c. Schauen wir in einem konkreten Beispiel dieses da. Erste Etappe, die Zahl a, Vorzahl von x², die ist streng positiv, also dreht die Parabel die Konkavität nach oben und sie hat demzufolge auch ein Minimum. Zweite Etappe, Symmetrieachse. Hat immer als kartesische Gleichung x gleich minus b geteilt durch 2 mal a. Also minus minus 5 geteilt durch 2 mal 1. Das macht 5 halbe. Die Symmetrieachse können wir also sofort einzeichnen. Scheitelpunkt. Der Scheitelpunkt hat als Abszisse minus b auf 2a. Das haben wir da schon gerechnet. Also dürfen wir die hier einbauen. Und als Ordinate minus Delta auf 4a. Man kann Delta schnell ausrechnen, das macht ja b² minus 4ac, 25 minus 24 macht 1. Und geteilt durch 4a, geteilt durch 4 mal 1, also minus 1 Viertel. Übrigens, wer die Formel mit minus Delta auf 4a vergessen hat, der kann auch sehr schnell die Ordinate finden, indem er in dieser Parabelgleichung x durch die Abszisse 5 halbe ersetzt, denn der Scheitelpunkt gehört ja auch zur Parabel, also muss seine Koordinate die Parabelgleichung erfüllen. Wir ersetzen also hier drin x durch 5 halbe, 5 halbe im Quadrat minus 5 mal 5 halbe plus 6, das macht minus 1 Viertel. Den Scheitelpunkt können wir also auch einzeichnen, der ist da, 2,5 minus 0,25. Etappe 4. Wir suchen die Schnittpunkte der Parabel mit der x-Achse. Dazu lösen wir die Gleichung zweiten Grades, also lösen wir x² minus 5x plus 6 gleich 0. Durch die Formel von Vieta sehen wir schnell, Summe ist 5, Produkt ist 6, das können nur 2 und 3 sein. Also haben wir diese zwei Schnittpunkte gefunden, die können wir ebenfalls einzeichnen. Und wir stellen hier fest, dass der Punkt 3,0 das Spiegelbild vom Punkt 2,0 gegenüber der Symmetrieachse ist. Das muss auch so sein. Fünftens, wir suchen noch den Schnittpunkt der Parabel mit der y-Achse. Das ist immer der Punkt 0c, also 0,6. Das braucht man nicht auswendig zu behalten, denn dieser Punkt liegt ja auf der Parabel, also muss er die Gleichung erfüllen. Und dieser Punkt liegt auch auf der y-Achse, also muss sein x-Wert 0 sein. Dann findet man als y-Wert 0 im Quadrat minus 5 mal 0 plus 6, also 6. Das ist dieser Punkt, 0, 6. Da es Symmetrieachse ist, brauchen wir nur diesen Punkt gegenüber dieser Symmetrieachse zu spiegeln und erhalten somit automatisch einen weiteren Punkt der Parabel, der ist gratis. Von da bis da, das ist noch ein bisschen weit. Also suchen wir uns zwischen den Abszissen 0 und 2 noch einen anderen Punkt, einfach ist die 1, und suchen noch das Bild von 1. 1 im Quadrat minus 5 mal 1 plus 6, das macht 2. Die Parabel enthält also auch den Punkt mit Koordinate 1, 2.
Diesen Punkt brauchen wir wieder nur gegenüber dieser Achse zu spiegeln. Und so können wir dann doch eine vernünftige Parabel ziehen. Und so können wir also anhand dieser 5 Schritte eine Funktion zweiten Grades sehr schön grafisch darstellen durch solch eine Parabel. Noch eine kleine Bemerkung zu GeoGebra. Ich habe hier die Eingabezeile nach oben gesetzt, damit man es besser sehen kann, und gebe mal ein f von x gleich 2x² minus 5x plus 1. So. Hier erscheint dann sofort der Graph dieser Funktion zweiten Grades, das heißt diese Parabel. Um die Schnittpunkte der Parabel mit der x-Achse zu finden, kann man so vorgehen. In dieser Kategorie wählen wir 0 Stellen und jetzt klicken wir einfach hier auf den Graphen der Funktion. So, und sofort erscheinen hier die 0 Stellen, das heißt die Schnittpunkte mit der x-Achse, und im Algebra-Fenster erscheinen sogar die Koordinaten dieser Punkte. Wir können auch diesen Scheitelpunkt hier von GeoGebra bestimmen lassen, indem wir wieder in der Kategorie Punkt dieses Mal auf Extremum klicken. Ein Maximum oder ein Minimum nennt man Extremum. Der Befehl Extremum ist aktiviert. Jetzt brauchen wir nur noch auf diese Parabel zu klicken. Klick. Und sofort erscheint hier unten das Minimum und hier im Algebra-Fenster erscheint die Koordinate von diesem Minimum. Soweit zur Funktion zweiten Grades. So haben wir sie gründlich durchgenommen.